Hallo liebe Freunde, Servus und herzlich willkommen. Ja, hier wieder zurück zu Detroit Becoming Human und wir werden uns jetzt im Vorlauf schon mal angucken, was die nächste Mission für uns bringt. Die nächste Mission heißt Farbtöne. Bin ich mal gespannt. Die öffentliche Meinung gegenüber Androiden ist im Moment ziemlich gleichgültig. Und ihr seht, wir haben hier wieder einige Entscheidungsmöglichkeiten und alles führt irgendwie zum Ende und es gibt drei mögliche Szenarien. Jetzt bin ich mal gespannt. Also von daher, ja, werden wir entsprechend mal gucken, was uns jetzt erwartet. So, das ist Charakter Nummer 2, mit dem wir jetzt hier unterwegs sind. Wie gesagt, drei Charaktere gibt es. Also an sich sind Androiden schon eine wichtige und sinnvolle Sache. Aber ich glaube, die haben das einfach nur so ein bisschen übertrieben, dass die da, ja, mit den Jobs zu viel hin und her gemacht haben. Dass da zu viele ihre Jobs verloren haben. Hey, Wasser. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Zu 12 Meilen, da wäre ich ja schon dreimal kaputt. So, ja, dann schauen wir uns mal um. Ups. Ja. Sorry, wollte euch nicht stören. Ihr seid keine Androiden, alles gut. Ja, gehen wir mal weiter. Wow, große Stadt. Da ist auch Get Yours Today. Cyberlife, das ist ja, denke ich mal, so die Firma, die das Ganze macht. So, es ist grün. Dann gehen wir mal über die Ampel. So, drücke R2, um das GPS zu verwenden. Okay, 62 Meter, da müssen wir hin. Gehe zum Malereibedarf Bellini. Da bin ich mal gespannt. Oh, kann ich einen Hotdog kaufen? Kriege ich auch einen Hotdog? Ich habe Hunger. Das macht dann $3. $3 für einen Hotdog, okay. Kriege ich auch einen Hotdog von dir? Hallo? Hey, weg da! Du verscheuchst noch meine Kunden! Wie verscheuche ich deine Kunden? Ich möchte nur einen Hotdog haben von dir, mein Freund. Ich möchte nur einen Hotdog. Ich kein Hotdog. Bist du taub, du Plastikmüll? Ich sag dir, weg da! Oh, Plastikmüll. Okay, die haben wohl keine gute Meinung von uns. Na gut, okay. Dann, ja, gehen wir mal weiter. Gucken, was gibt's hier noch so. Jetzt mal umschauen hier. Das sieht strange aus hier. Android Temporary Parking. Oh mein Gott. Oh, das klingt nicht gut. Da ist wohl gerade eine Demo im Gange. Gerade mal gucken, wo wir genau hin müssen. Ui. Da singt einer. Human Music. $1 to hear with soul. Okay. Ja, also da wird schon Werbung gemacht, dass das wirklich nur Menschen sind, die da singen. Toll. Anbetung. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Hast du eine Ahnung? Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Na, ich hoffe doch mal nicht.
Ich hoffe doch mal nicht. Diese Androiden sollten unsere Sklaven sein. Doch diese Sklaven werden zu Meistern. Wir können ohne sie nicht mehr leben. Sie sind zu Hause, in den Schulen, den Fabriken. Also Sklave klingt ja schon böse, ne? Sklave klingt schon ein bisschen heftig. Smith and White. Oi. Ein Modular Jacket für $150. Okay. 7 im Stock, okay. Was haben wir hier? Okay. Sieht auch interessant aus. Müssen wir gerade gucken hier. So. Okay, mussten nur schnell am Handy was wegstellen. Alles klar. Also Smith & White, reines Modegeschäft. So, dann haben wir hier ein Movie Theater. Und Bellini Paints. Da sollen wir hin. Dann gucken wir uns mal an. Oh, das sieht aus. Richtig viele Farben. Kann man da rein? Oder? Ja, kann man reingehen. Schauen wir mal. Boah, das sind Farben, ha? Huh? Mama mia. Boah, das nenne ich mal gut sortiertes Farbengeschäft. So, ich hätte da was. Identifikation bestätigt. Das ist nett. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Wie bezahle ich das jetzt? Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Ach, das ist auch ein Android, okay. Interessant. Krass. Nimm den Bus nach Hause. Okay, ich im Android als Bus, da bin ich mal gespannt. So, Tür öffnen. Dann gehen wir mal raus. So, wo ist jetzt hier die nächste Bushaltestelle? Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Da vorne war eine Bushaltestelle, ne? Können wir hier nochmal gucken? Ah. Zum Bus geht es nicht hier lang, okay. Ja, das ist mit der Kameraführung ist manchmal noch ein bisschen... Ah, mit R1 kann ich den Kamerawinkel ändern. Okay, habe ich verstanden. Ich wollte schon gerade sagen, ist nicht ganz so optimal. Oh, was gibt's im Kino? Target. Invasion 3021. Anna Maverick, okay. Gucken wir mal. Da hinten müssen wir hin zum Bus. Ich hoffe, wir kommen da jetzt nicht gleich wieder an den Demonstranten vorbei. Oh, Groceries. Digi-Groceries. Digitales Obst. Was ist denn das? Hm? Brauchst nur ein paar Dollar? Kann ich dir leider nicht helfen? Ich komme hier leider nicht an Geld ran. Ah, Cyberlife. Hier ist die Zentrale. Oder gucken wir mal, was es für Androiden gibt. Okay, hier gibt es verschiedene Modelle. Das ist der AP-700. Gibt es hier noch auch AP-7? Ach, sind aber anscheinend die neuesten Modelle. So. Oh, oh. Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach, wirklich. Hey, Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Oh, oh, nicht gut. Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja, ja, zeig sie! Mach den fertig! Los, auf zu dir! Mach den an! Zeig sie! Oh! Naja, wir sind ja hart im Nehmen.
gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Das ist nochmal knifflig ausgegangen. Okay, dann gehen wir mal weiter Richtung Bushaltestelle. Heute ist wieder alles los hier auf dem Handy. So, bin ich da. Bin gerade live. So, was haben wir denn da? Android Area. Ach du lieber Gott, es gibt einen eigenen Wartepunkt für Androiden. Oh, der Bus ist cool. Das nenne ich mal eine Lenkung. Auf den Bus warten. Okay, und schon sind wir am Bus. Ach, jetzt kommt er erst an. Der stand da eben schon einer. Na, vielleicht müssen wir den nächsten nehmen. Android Compartment. Okay, ein eigenes Abteil für Androiden. Dann gehen wir mal da rein. Oh, das sieht creepy aus. Aber der Bus ist cool, der gefällt mir. Yo. Ah, bei den Personen kaum einer drin, bei den Androiden alles voll. Da sieht man mal das Verhältnis mittlerweile. Ist eigentlich nicht sehr gesund. Oder die Leute gehen einfach nicht mehr aus dem Haus, weil sie jetzt ihre Androiden haben dafür. Das kann natürlich auch sein. Oh, das war's schon. Ah. Okay, dann haben wir die Mission ja relativ schnell durch. Okay, da hätten wir noch was entdecken können. Mist, das haben wir vergessen. Irgendwo unterwegs hätten wir noch was sehen können. Aber gut, 83% abgeschlossen. Ja, dann würde ich sagen, das war eine relativ kurze Mission. Machen wir noch eine. Und schauen mal, oh, wie es hier bei Kara weitergeht. Genau. Die wurde ja restartet sozusagen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo die hinkommt. Der Typ sieht ja nicht so wirklich vertrauensselig aus. Also wirkt etwas seltsam, der Mensch. Ich hoffe, ich täusche mich, aber ja, man weiß es natürlich nicht. Aber so der erste Eindruck ist nicht der beste. Oh, da guckt jemand am Fenster. Folge Todd. Na, dann gehen wir dem Todd mal hinterher. Kommst du? Ich bin doch schon da. Mein Gott, wer ist echt nicht freundlich? Ach du lieber Gott, wie sieht die Bude denn aus? Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Kapiert? Den ganzen Mist? Also der hält nicht viel von seiner Tochter anscheinend. So, das heißt, jo. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Ach du lieber Gott. Dringende Aufgaben, optionale Aufgaben. Jo, dann würde ich sagen, werden wir mal ein bisschen loslegen, ne? Haben wir ein bisschen Arbeit vor uns. Ja, vielleicht sollten wir erstmal den Mülleimer nehmen. Fernseher an. So, schnappen wir uns mal den Mülleimer. Und werden erstmal hier ein bisschen Ordnung machen. Das sieht ja schon ziemlich heftig aus. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Den Kaffeetisch putzen. Oh, das ist die Wäsche. Da wollten wir nicht hin. Wo ist der Kaffeetisch? Kann ich besorgen. Wo haben wir denn den Kaffeetisch hier? Ja, ja. Das sieht nach Kaffeetisch aus. Ne, ja, das ist der Esszimmertisch. Da. Na, dann sammeln wir hier auch mal den Müll weg. Gut. Oh, was die alles in den Mülleimer packt, das ist krass, ne?
Kleine da. Guck ganz vorsichtig rum, da ist irgendwas doch nicht in Ordnung. Ich habe da ein ganz mulmiges Gefühl bei der Sache. So, stelle ich jetzt den Mülleimer hin oder wie mache ich das jetzt mit dem Müll? Na, vielleicht räumen wir erstmal noch in der Küche ein bisschen auf. Ist auch noch ein bisschen Müll drin. Wahnsinn, was da alles rumläuft. Der hat, glaube ich, gar nichts weggeräumt, ne? Überhaupt nichts weggeräumt. Unglaublich. Bringen wir erstmal den Müll raus. Dass erstmal das Ganze ein bisschen sauber ist hier. Oh, was haben wir da? Oh! Kreditkarte abgelehnt und ein Haufen offene Rechnungen. Das sieht etwas schlecht aus für ihn. Ich schätze mal, der hat auch keinen Job. Und das Haus sieht auch nicht besonders, ja, gepflegt aus, ne? So. Gucken wir mal den Müll weg. So, da. Ah, Bushaltestelle. Okay. Okidoki. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein. Oder wollen wir uns das Auto nochmal angucken? Ne, da gibt's nichts. Da können wir auch nirgendwo groß hinlaufen. Aber wir sollten wieder reingehen, wenn der schon so ein Stinkstiefel ist. Wer weiß, was da im Endeffekt noch passiert. Wenn wir da nicht uns an seine Anweisungen halten, ne? Kann sein, dass der ein bisschen austickt. Das will man ja auch nicht. Verdammt, Mann! Was haben wir noch zu tun? Staple Geschirr einschalten, den Staubsauger ein. Staubsauger einschalten, das ist... Gucken, irgendwo steht hier vielleicht so ein Staubsauger rum. Muss ich mal gerade gucken, ich sehe nur keinen. Wenn ich gehe mal erstmal in die Küche gucken wegen Geschirr. Und das sieht... Oh! Spülmaschine. Benutzen. Oh, die ist kaputt. Okay. Gut, dann... Bestellen wir mal gleich einen Ersatzteil. So würde ich das auch gerne mal machen können, mit den Ersatzteil bestellen. Der denn da? Der pennt. Das klang eben schon seltsam, ne? So, dann waschen wir mal kurz das Geschirr ab. Oh, das Mädchen ist keine Nervensäge. So. Kann ich jetzt das Geschirr nicht abwaschen? Hm. Ich dachte, ich sollte da noch Geschirr abwaschen. Ach, sammle Geschirr ein. Ah. Dann muss ich wahrscheinlich erstmal in die... in das Nebenzimmer hier. Genau, da kann ich erstmal das Geschirr einsammeln. Ob, was war da? Oh, die Kleine spielt mit ihrem Fuchs. Oder was das auch sein soll. Erstmal hier ein bisschen Ordnung machen. So, bringen wir mal in die Küche. Mann, 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 der hat einen Saustall hier. Unglaublich. Willst du viel? Spül mit Priel. Na, ihr wisst ja, wie das ist. So, ein bisschen abwaschen. So. Schön sauber machen. Ich hoffe, die macht jetzt nicht jeden Teller einzeln. Nee. Oh, das Kind steht in der Tür. Alice. Oh, ich glaube, sie ist noch ein bisschen schüchtern. Tellerchen schön sauber machen. Oh, steht eine Giraffe? Die ist bestimmt von Kara. Alice. Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier. Oh, jetzt will der aber saufen. Oh, wenn du ein Bier willst, dann hol dir eins. Mann. Ah. Dann bringen wir ihm mal ein Bier rüber.
So, wenn du ein Bier willst, dann kriegst du ein Bier, bitteschön. Oh, Eishockey. Was glotzt du so? Kann ich mal Eishockey gucken? Mach, dass du hier rauskommst. Mann. Mach, dass du hier rauskommst! Ich mach dann weiter. Gott, ist das ein ekliger Typ. So, räumen wir erstmal hier die Sachen ein bisschen weg. Ich will nicht schon wieder Fernsehen gucken. Ah, Staubsaugerchen. Oh, wie süß. Ist der süß. Cool. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf. Oh Mann, der gönnt dir aber auch gar keinen Spaß. Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Schon mal überlegt, dass du nervst, Alter? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist nicht nett. So, Hinterhof. Wo geht's denn hier zum Hinterhof? Ah, da geht's zum Hinterhof. Okay. Gucken wir uns da mal um. Mal gucken, was wir da so entdecken. Häng die Wäsche ab. Mann, du bräuchtest auch mal hier einen Landschaftsgärtner, Freund. Unglaublich. Ja. Naja, dann kümmern wir uns mal um die Wäsche. Oh, Alice ist da. Hi. Hi, Alice. Hi, meine Kleine. Was ist los mit dir? Die sieht total verängstigt aus, ey. Es ist recht frisch heute. Erkälte dich nicht. Ich bringe dir einen Pulli, wenn du willst. Eieiei. Spielst du gerne draußen? Alice ist neutral jetzt mittlerweile. Bin ich mal gespannt. Vielleicht entwickelt sie ja noch ein bisschen Zuneigung zu uns. Dann kann man aus der Kleinen noch ein paar Informationen rausquetschen. So, mal gucken. Kann man durch die Tür auch reingehen? Tatsächlich. Cool. Ah, direkt Lavaschküche. Perfekt. So, dann. Ja, ablegen. So. Okay, da ist das Waschmittel. Was ist da drin? Im Waschmittel ein Beutel mit rotem Zeug. Das sieht aus wie Drogen. Red Eyes. Okay, Aceton, Lithium. Oh Gott, oh Gott. Hey. Fass bloß mein Zeug nicht an. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus. Oder ich werde sehr wütend. Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Was ein Asso. Boah, das ist nicht nett. Junge, 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 Junge. Oh mein Gott. Ein bisschen Waschmittel rein. Wäsche waschen. So. Wunderbar, auch das haben wir erledigt. So, was sollen wir jetzt als nächstes machen? Erstatte Todd Bericht. Ich habe keinen Bock auf den Typen. Ich mag den nicht. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Mann, ist das ein Ekelpaket. Nun gut. Nun gut. So. Naja. Ja, das Laufen ist noch ein bisschen tricky. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ah, da geht die Treppe nach oben. Sehr schön. Müssen wir mal hier gucken. Echt. Alles abgelehnt. Unglaublich.
Putze oben, ja klar. So, Mann, das Haus sieht aber auch runtergekommen aus. Könnte man einmal Farbe vertragen, ne? Ist nicht ganz so toll, wie es von außen auch nicht aussieht, sozusagen. Okay, Mann, hier sieht's aus. Hier sieht's aus. So, dann... Oh, kein Geld, kein Job, aber eine Gitarre, ne? Gut, so muss das sein. So. Dann machen wir hier mal ein bisschen Ordnung. Oh, was hast du da? All Sports Magazine. Okay. Mal hier gucken. Oh, Quarterback. Androiden-Quarterback. Das ist auch cool. Oh, der Preis des Lebens. Oh, das klingt gut. Ich glaube, das gucken wir uns auf alle Fälle auch nochmal an. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, für heute sind wir erstmal durch. Ich gucke mal gerade, dass ich hier wieder genau zum Lesen komme. Und hier in Todds Zimmer werden wir dann beim nächsten Mal uns ein bisschen umschauen und dann einfach mal gucken, was wir entdecken. Vielleicht kriegen wir auch mit, was er für ein Problem hat. Und ich hoffe, dass wir, ja, keine Probleme mit Todd kriegen, gerade wegen der Kleinen. Das wäre sehr, sehr schade um die Kleine. Die arme Alice, das wäre nicht gut für sie. So, und in dem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir hier bei Todd in der stinkenden Müffelbude ein bisschen aufräumen. Und ja, in dem Sinne danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt aus dieser oder anderen Rubriken, abonniert diesen Kanal, drückt abonnieren, aktiviert die Glocke und ihr werdet immer über Neuigkeiten informiert.